Wir alle versuchen ja jeden Tag möglichst schön auszusehen, aber angewiesen sind wir darauf ja eigentlich nicht. Es gibt aber Menschen, die müssen schön aussehen und mit so einem will ich heute mal den Tag verbringen. Hi Max, ich bin Daniel. Du bist Model? Momentan eher nur aus Spaß und Hobby, weil ich mich eigentlich von der Branche an sich und von der ganzen Marketingstrategie, was jetzt Agenturen und Booker angeht, distanzieren möchte. Also ich finde das jetzt zum Beispiel das eins der Hauptprobleme, dass die Leute einfach zu jung sind. Ja. Das bringt natürlich dementsprechend eine Naivität mit und du springst auf alles an. Mit 17 hast du keine Ahnung, was passiert. Die sind jünger. Die sind normalerweise noch jünger. Also Russland und so, die sind 14, krass, 15 Jahre alt. Wie sahst du aus vor 10 Jahren? Oh Gott, da hängt was. Das war sogar eins der ersten hier oben. Da sieht man schon, dass ich sehr, sehr jung wirke. Ja, ich wurde sehr oft auch sehr feminin hingetrimmt. Dein Schönheitsbild, dein Schönheitsideal hat sich durch das Modeln verändert? Du empfindest was anderes als attraktiv oder als jetzt halt als schön. 12 Euro? 13 Euro, ja. Nicht im Ernst. Ich bin schon ganz schön oberflächlich. Carmex ist super, ganz toll. Go Ingrown Hair Solution, das ist für eingewachsene Haare. Genau, das ist eine bestimmte Säure, also Salicylsäure jetzt in dem Fall. Mittlerweile benutze ich was viel Extremeres. Das liegt aber drüben im Kühlschrank vom Hautarzt. Das löst die oberen Hautschichten ab. Ist das auch so ein Zwang, dann wirklich solche Sachen zu benutzen? Du sagst, du hast noch härteres Zeug im Kühlschrank, um irgendwie gut auszusehen, um gebucht zu werden? Ja, natürlich, weil du merkst schon dementsprechend, was ein Feedback kommt von den Kunden, vor allem bei den Castings im Ausland, bei den Fashion Weeks, dass du an dir arbeiten musst. Du suchst dann natürlich an dir selbst an nach Fehlern, Haut, Haare, was natürlich auch Konfektion, bei Frauen ganz extrem, denen wird das teilweise richtig ins Gesicht geknallt. Du bist zu fett. Müssen. Genau. Was macht das mit einem Menschen, wenn man so oberflächlich und wirklich nur so, du hast einen Pickel, du bist raus? Das kann ganz extrem an die Psyche gehen. Dafür muss man wirklich ein dickes Fell entwickeln. Also bei mir war es jetzt so, dass ich nach ein paar Castings oftmals gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr. Mhm. Ich bin dann auch zu nichts mehr gegangen. Das war zum Beispiel in Paris der Fall. Und dann bist du raus und dann war es für dich gegessen. Genau. Kinderzimmer. Okay, das sind jetzt... Ah. Das sind so Anhäufungen. Was findest du daran schön? Das kann ich mir mit dir gar nicht vorstellen. Was finde ich daran schön? Das kommt darauf an, wie das kombiniert ist. Das wird aber schon von dir erwartet, dass man schön ist und auffällig und sich Gedanken macht über sein Äußeres. Du bist schon repräsentativ, vor allem bei einem möglichen Kunden oder auf einem Event, wo mögliche Kunden sind, möchtest du dich schon gut präsentieren. Wie ist denn das? Hast du auf Ernährung jemals geachtet eigentlich? Nicht wirklich, eher das Gegenteil. Ich bin von Haus aus sehr, sehr dünn. Und kannst auch nichts dagegen machen? Doch, wenn ich wirklich meine Ernährung umstelle. Also ich habe zum Beispiel versucht, eine Zeit lang wirklich nur McDonald's zu essen. Ernst? Und hat's funktioniert? Minimal. Es ist jetzt einfach Typfrage. Es gibt Leute, die wirklich von Natur aus sehr, sehr schlank sind. Ich kenne auch wahnsinnig viele Mädchen, die von Natur aus sehr, sehr schlank sind. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch das extreme Gegenteil. Das sind die Mädels, die dann anfangen, irgendwann gar nichts mehr zu essen. Ich kenne eine, die kann schon alleine von einer Möhre am Tag existieren. Ja. Eine gesunde Ernährung siehst du an der Haut, siehst du an den Nägeln, siehst du an den Haaren. Und wenn jemand nichts isst, das siehst du ja dementsprechend. Genauso wie du erkennst, wenn sich jemand einen Finger in den Hals steckt, leiden auch die Zähne darunter. Echt? Siehst du es auch an den Fingern. Klar, ist ja Magensäure, die da rausgebrochen wird. Wie siehst du das denn, dass man ja quasi in dieser ganzen Schönheitswelt, sei es jetzt Werbung, sei es Editorial, Fashion, was du machst, immer so ein Ideal propagiert, was extrem dünn ist, extrem sportlich, was ja normale Menschen gar nicht einhalten können. Ist das nicht problematisch? Können wir nicht einfach normale Menschen zeigen?
Das wurde ja probiert. Es gibt genug Magazine, die das auch schon probiert haben. Ja. Das kommt aber nicht gut an. Die Umsätze sind dann extrem gesunken. Also wir wollen eigentlich verarscht werden. Schon irgendwo.